Pole. Was sind das? Die Leistungsmaste aufzubauen. Wie heißen die? Leistungsmaste. Ja, Leistungsmaste aufzubauen. Und natürlich mussten die an bestimmte Stellen, damit das zusammenpasst. Man kann nicht einen da und dann einen da und dann kann man die Leitung ja nicht zusammenkriegen. Also da mussten bestimmte Stellen, waren vorgesehen. Und dann, wenn wir da hinkamen, zu der bestimmten Stelle, dann mussten wir sehen, was auf der bestimmten Stelle schon gab, ob wir da überhaupt hin durften. Manchmal war ein Friedhof da, ja, das war unmöglich, da konnte man nicht hin. Und eines Tages kamen wir zu einer Stelle und die sah ganz leer aus, aber es hockte ein alter Mann dort, es war ein Feld. Ein Feld, auf dem irgendetwas wuchs, aber sonst waren keine Häuser, nichts. Und da hockte ein alter Mann, ein ganz alter Mann mit einem weißen Turban und einem weißen Bart. Und da gingen wir zu ihm hin und fragten ihn, erklärten ihm, was wir wollten und sagten zu ihm, fragten ihn, ob es sein Land wäre. Und darauf sagte er, nein, das Land gehört Allah. Ich schau nur darüber, solange ich lebe. Also er tut es nur, es behüten, solange er lebt. Aber es gehört Allah. Es sind alles Muslims in Pakistan. Und das hat uns sehr großen Eindruck gemacht, dass so ein ganz einfacher Bauer, der wahrscheinlich weder lesen noch schreiben konnte, höchstwahrscheinlich weder lesen noch schreiben konnte, so eine Ansicht hatte über dieses Land, was ihm ja ganz offensichtlich sein Lebensunterhalt gab. Wenn wir unsere Besitztümer in der Art und Weise anschauen, dann hängen wir nicht so an ihnen. Alles, was wir an dem wir hängen, ist uns eine Last. An allem, was wir anhaften, hält uns zurück, davor weiterzuschreiben. Wenn ich hier anhafte, an dieser Decke festhalte, dann kann ich nicht zur Tür rausgehen. Muss ich hier ewig sitzen bleiben. An allem, was wir festhalten, das hält uns alle zurück davor, weiterzukommen. Und es gibt Menschen, die sehr an Dingen hängen. Und die sogar, die glauben, sie hängen nicht daran, hängen auch noch an einzelnen Dingen. Die haben sie ererbt oder sie haben sie teuer gekauft oder sie finden sie besonders schön oder sie werden täglich gebraucht. Alles Dinge, an denen man ganz fest hängt, nicht weggeben kann. Das sind die Dinge, die man besonders weggeben soll. Die anderen, die einem nicht so viel ausmachen, die können ruhig rumliegen bleiben. Nicht so wichtig. Ich war einmal in Kalimpong, in derselben Stadt, von der ich schon gesprochen habe, Nordindien, und hörte davon, dass der frühere Raja von Sikkim dort wohnt. Und da ich Sikkim leider nicht rein konnte, weil sie die Grenzen nicht aufmachten für Ausländer, so dachte ich, es wäre sehr nett, den mal kennenzulernen und von ihm etwas über das Land zu hören. Und so machte ich eine Verabredung, ihn zu besuchen. Er lebte ganz zurückgezogen, allein in einem Haus. Es war ganz einfach. Und als ich hinkam, sagte der Diener zu mir, bitte bewundern Sie nichts in diesem Haus. Sag ich, wieso nicht? Was ist denn, wieso darf ich denn nichts bewundern? Sagt er, in dem Moment, wo Sie irgendeinen Gegenstand bewundern, haben Sie ihn schon als Geschenk. Und der Raja von Sikkim ist eigentlich jetzt sehr arm. Und er gibt immer mehr und mehr weg. Und wie ich hineinkam, war das Haus voll mit wunderschönen Sachen, also Statuen und Tankers, Wandbehängen. Und es wäre sehr einfach gewesen, die Sachen zu bewundern. Im Gegenteil, ich musste mich zurückhalten, nicht zu sagen, wie schön das ist. Und am Ende hatte ich nichts gesagt, habe nicht gesagt, wie schön und was. Ich habe nur alles so schön angeschaut und mich daran erfreut. Und wie ich wegging, hat er mir eine kleine Statue doch in die Hand gedrückt. Eine kleine Buddha-Statue. Hat wahrscheinlich gesehen, dass ich mich zurückgehalten habe, dass ich nichts sagen will. So eine Art von Gebensfreudigkeit ist bei uns im Westen nicht allgemein. Dass wenn jemand ins Haus kommt und was bewundert, wir es ihm sofort in die Hand drücken. Das ist dadurch, weil im Osten dieses Dana, diese Großzügigkeit so oft angepriesen wurde, dadurch ist das mehr
eine Tradition geworden. Es ist aber nicht nur Dinge. Es sind auch, man kann, wenn man zum Beispiel, es gibt ja Menschen, die nicht sehr viel besitzen. Und da können sie ja nichts weggeben. Denn man muss ja genug übrig haben, um sich am Leben zu erhalten. Nur es gibt verschiedene Ansichten, wie viel man braucht, um sich am Leben zu erhalten. Der Buddha hat gesagt, es gibt 4 Notwendigkeiten, die man im Leben haben muss. Man muss Essen haben, Kleidung, ein Dach über dem Kopf und Medizin, wenn man krank ist. Es gibt aber Dächer über dem Kopf, die klein sind, und dann gibt es solche, die palastartig sind. Und es gibt auch Kleidung, die vielleicht 2 oder 3 verschiedene sind, oder es gibt auch ganze Schränke voll mit Kleidung. Also das ist, jeder hat er eigene Ideen darüber, was er dringend braucht. Aber wenn man wirklich nichts hat, was man weggeben kann, so hat man immer noch Zeit, und man hat immer noch Liebe, und man hat immer noch Fürsorge und Interesse. Und das muss man weggeben. Wenn man das nicht weggibt, vereinsamt man vollkommen und wird immer gleichgültiger und gleichgültiger, was einen verhärtet. Und diese Härte macht es dann dem Geist ganz unmöglich, einmal in die Weite zu schweifen, einmal diese Vogelperspektive zu bekommen. Also selbst wenn man nicht Geschenke machen kann oder vielleicht nur ganz kleinem, jeder kann wilde Blümchen pflücken auf einer Wiese und jemanden schenken, so kann man immer noch jemanden fragen, wie es ihm geht. Man kann sich kümmern darum, ob man jemandem helfen kann, und man kann immer noch seine eigenen Fähigkeiten zur Verfügung stellen. Eins der besten Beispiele in einem buddhistischen Land für die Fähigkeiten zur Verfügung stellen ist Savodaya in Sri Lanka, das eine Selbsthilfe für die Dörfer sein soll, nachdem diejenigen, die etwas verstehen von einem bestimmten Thema, dort gezeigt haben, wie man es macht. Brunnen graben, sanitäre Anlagen legen und so weiter. Sie geben ihre Fähigkeiten umsonst, um den anderen Leuten weiterzuhelfen. Kommen viele Ausländer auch dorthin, also nicht Sri Lankan Leute, viele, viele Ausländer, und geben dort ihre Fähigkeiten. Das ist eine große Gabe. Denn die Fähigkeiten, die wir uns im Westen erworben haben, sind heute im Osten immer noch rar. Die technischen Fähigkeiten, da sind wir weit voran. Also das ist Gebensfreudigkeit. Und ohne dieses sich geben wollen, kann man sich ja nicht erweitern. Das ist ja das Erweitern, Vergrößern des Herzens. Sonst bleibt es ja immer klein und von einem, wie ich es der sage, Stacheldraht umgeben, wo keiner rein kann und wo man auch nicht raus kann. Der Stacheldraht, der lässt keinen rein, aber wir können ja auch nicht raus. Wir sitzen da drin und wissen nicht, was mit unserem Herzen anzufangen. Was sich ja in Wirklichkeit danach sehnt, zu geben und zu lieben. Nur wir glauben, die meisten Menschen glauben, dass man darauf warten muss, bis jemand kommt, der es wert ist, oder wo man so plötzlich mal das Gefühl bekommt, den kann man mal lieben. Aber das ist eine ganz falsche Einstellung. Wenn wir darauf warten sollen, warten wir vielleicht bis an dieses Lebensende und dann das nächste und das übernächste noch. Oder es bleibt dabei ein Mensch. Und dann sind wir die ganze Zeit, wie ich schon sagte, ängstlich, dass der verloren geht. Wir können absichtlich mit Entschlusskraft unser Herz erweitern und geben. Dieses Gebensfreude ist der 3. Pfeiler, auf dem die Meditation ruht. Die anderen beiden waren Metta und Sila. Metta, liebende Güte, Sila, die 5 Tugendregeln einzuhalten. Das liegt daran, weil der Geist ganz ruhig und zufrieden ist und sich selber nichts vorzuwerfen hat. Er weiß, er hat das Beste getan, was er tun konnte unter den Umständen, die ihm gegeben sind. Er hat so viel weggegeben, wie nur möglich. Er hat es in Liebe getan